Das japanische Fernsehen vermeldet wieder eine Schreckensnachricht. Über dem Abklingbecken des schwerbeschädigten Fukushima-Reaktors 3 steigt erneut grauer Rauch auf. Bilder davon werden zur Stunde nicht gezeigt. Auch über dem Reaktor 2 soll Rauch aufgestiegen sein. Die Betreiberfirma TEPCO, die bereits eingeräumt hat, in der Vergangenheit regelmäßige Kontrollen am AKW Fukushima unterlassen zu haben, muss erneut vor die Presse. Gegen 15.55 Uhr bekamen wir die Meldung, dass aus der südöstlichen Seite des Reaktors 3 gräulicher Rauch aufsteigt. Deshalb haben wir die Arbeiter in Sicherheit gebracht und müssen die Lage nun klären. Das Gelände des Kraftwerks ist evakuiert worden. Diese Luftaufnahmen der Betreiberfirma TEPCO wurden vor wenigen Tagen aufgenommen. Sie zeigen die Schäden an den Gebäuden. Angeblich soll das Kühlsystem des Reaktors 2 seit Sonntag wieder an das Stromnetz angeschlossen sein. In den Brennelementen des benachbarten Reaktors befindet sich unter anderem hochgefährliches Plutonium.